Wenn es keine Millionäre gäbe, müssten sie erfunden werden. Die Menschheit braucht sie. Als Steuerzahler, als Wirtschaftskapitäne, als Gesprächsstoff und als Lustspielfiguren. Ein richtiger Millionär ist mit seinem Vermögen verheiratet. Er ist glücklich und die Kinder haben hübsche Namen. Sie heißen Ruhm und Macht und Würde. Der Herr Papa freut sich, wie die Kinder heranwachsen. Und er liebt sie, wie sich selbst. Aber nicht jeder Mann, der Millionen besitzt, ist ein Millionär. Es gibt auch andere reiche Leute. Sie sind einigermaßen natürliche Menschen geblieben. Und das wirkt in ihrer vergoldeten Umgebung natürlich etwas unnatürlich. Keine Milch geben! Er ist und bleibt dein Kind. Habe ich recht? Nein, es wäre ja auch das erste Mal. War mein Masseur bei Ihrer Frau? Sie behauptet, er habe ihr das Genick gebrochen. Aber dass er noch reden kann? Das beweist meiner Frau gar nichts. Ist ein verschleppter Hexenschuss, sagt er. Gute Besserung. Zum Post. Schönen Dank auch, Herr Geheimrat. Post für Schulze. Schulze? Schulze. Eduard Schulze? Eduard Schulze. Bitte schön. Danke. Machen Sie nicht so viel Krach. Sie sollen kein Konzert geben, sondern den Tisch decken. Stimmt es, dass es heute Mittag Linsen mit Würstchen gibt? Ja. Warum? Gestern gab es Nudeln mit Rindfleisch. Ein Millionär sollte einen eleganteren Appetit haben. Der Herr Geheimrat isst, was ihm schmeckt. Mischen Sie sich nicht in seine Linsen. Wie lange sind Sie jetzt bei uns? 6 Wochen, Frau Kunkel. Ich glaube kaum, dass Sie noch sehr lange hier bleiben werden. Wenn zwei dasselbe denken, dürfen Sie sich was wünschen. Meinen Wunsch kennen Sie ja nun. Meinen kennen Sie glücklicherweise nicht. Tun Sie nicht so, als ob Sie lesen könnten. Es glaubt Ihnen ja doch keiner. Heute stehen die Preisträger in der Zeitung. Erster Preis 14 Tage, zweiter Preis 10 Tage, Aufenthalt in einem Alpenhotel. Sehr interessant. Worum handelt es sich denn? Um das Preisausschreiben unserer Putzblankwerke. So, so. An derartigen Sachen beteiligen sich nur unseriöse Leute. Da haben wir es. Der zweite Preisträger wohnt postlagernd. Man kann postlagernd wohnen? Nein. Na also. Und Schulze heißt er auch noch. Der erste Preisträger ist sogar ein Doktor. Dr. Fritz Hagedorn. Freut mich, Sie persönlich kennenzulernen, Herr Dr. Hagedorn. Bitte nehmen Sie Platz. Dankeschön. Wir versprechen uns von der Durchschlagskraft Ihres Werbetextes allerlei. Ich bin Werbefachmann. Dann könnte die Firma, bei der Sie angestellt sind, beneiden. Tun Sie das nicht. Sie machte vor einem Jahr Bankrott. Oh. Ich bin noch zu haben. Bewerbungsschreiben. Sind an das Personalbüro zu richten, ich weiß. Zu Ihnen komme ich mit einer anderen Bitte. Schießen Sie los, junger Mann. Die Schlüterwerke spendierten mir einen 14-tägigen Hochgebirgsaufenthalt in Luxusausführung. Sie werden sich prächtig erholen. Ich brauche mich aber nicht zu erholen. Ich bin erholt. Ich finde keine Stellung. Ich liege meiner Mutter auf der Tasche. Sie hat eine kleine Rente und muss neuerdings Zimmer vermieten. Da soll sich erholen, wer will. Ich kann's nicht. Herr Generaldirektor, könnten mir die Schlüterwerke nicht den Gegenwert der Reise
in barem Geld aushändigen. Entschuldigen Sie. Tiedemann, guten Tag. Rhein-Ruhr-Transport, ganz recht. Den Herrn Geheimrat persönlich? Nein, das müssen Sie sich aus dem Kopf schlagen. Er kümmert sich um Schlüters gesammelte Werke, wie er uns nennt, nur noch telefonisch. Generaldirektor Schön hat weitgehende Verhandlungsvollmachten. Nicht zu danken. Wiederhören. Es geht nicht, Herr Doktor. Es widerspräche dem Sinn und dem Wortlaut der Wettbewerbsbedingungen. Sehr schade. Sie sollen ja nicht hingerichtet werden. Sie sollen gratis ein paar Tage Höhenluft inhalieren. Also, glückliche Reise. Dankeschön. Ich werde mir gestatten, Ihnen ein Päckchen Neuschnee zu schicken. Als Muster ohne Wert. Können Sie nicht aufpassen? Verzeihung. Welcher Glanz in meiner Hütte? Sie übertreiben, Herr Tiedemann. Was verschafft mir die Ehre? Ich möchte meine Nase wieder einmal in ein anderes Ressort stecken. Dass Bilanzen spannender sind als Kriminalromane, das hat mir nun Dr. Spitzer 4 Wochen lang vergeblich einzureden versucht. Dann werden wir für unsere Kronprinzessin etwas Amüsanteres finden müssen. Wiedersehen, Frau Hagedorn. Am Montag bin ich zurück. Gute Geschäfte, Herr Franke. Danke, sprach Franke. Und grüßen Sie den werten Herrn Sohn. Er soll nicht vergessen, den Damen der großen Welt die Köpfe zu verdrehen. Sie sind ein Wüstling. Das lasse ich auf eine Visitenkarten drucken. Darf ich? Nur aber raus. Fräulein Anni. Einen schönen Gruß von der Frau Möbius und hier sind die Würstchen und die Zwiebeln. Nett von Ihnen, dass Sie mir das Treppensteigen abgenommen haben. Bezahlen tue ich morgen. Aber das eilt doch nicht. Oh, das hat der Doktor. Tag, Frau Hagedorn. Tag, mein Junge. Die Menschheit tritt ihr Glück mit Füßen. Wer traf es heute? Ein gewisser Tiedemann, seines Zeichens Generaldirektor. Als ich durchblicken ließ, dass ich noch zu haben sei, wurde er kühl wie 2 Zentner Gefrierfleisch. Du müsstest mal mit dem alten Schlüter selber sprechen. Er soll eine untrügliche Witterung für tüchtige Leute haben. Ich glaube, den alten Schlüter gibt's überhaupt nicht. Der lässt sich nicht fotografieren, er produziert keine Interviews, er zerschlägt keine Sektflaschen bei Schiffstaufen. Ich halte den Mann für eine Märchenfigur. Jedenfalls fährst du für sein Geld in die Berge. Mir wäre viel lieber, du würdest fahren. Oh, beim Skilaufen erfriere ich mir meine schöne Nase. Nimmst du eigentlich deinen blauen Anzug mit? Aber Mutti, das ist doch einer der glänzendsten Anzüge, die es je gegeben hat. Wo bleibt meine Tochter? Ich habe Fräulein Hilde sofort benachrichtigen lassen. Dann trinken Sie eine Tasse Kaffee mit mir. Ich kumpel auch und stecken sich eine Zigarre ins Gesicht. Sie wissen doch, dass ich nicht rauche, Herr Geheimrat. So, da bin ich. Was Sie nicht sagen. Haben Sie gegessen? Ja, in der Kantine. Haben die Direktoren gut gefolgt? Wie am Schnürchen, weil sie dich nur flüchtig kennen. Die Hauptsache, dass ich sie kenne. Nun, mein teurer Vater, womit willst du uns heute wieder einmal erschrecken? Die Schlüterwerke haben soeben die Preisträger eines Wettbewerbs bekannt gegeben. Den ersten Preis hat ein Arzt namens Hagestolz gewonnen. Nein, ein Dr. Hagedorn. Und den zweiten Preis? Ein gewisser Eduard Schlüter. Nein, ein Herr Schulze. Und zwar postlagernd. Aha. Wieso? Aha. Verstehen Sie es nicht? Doch. Der Herr Geheimrat verkohlt uns. Nein. Verstehen Sie es immer noch nicht? Doch. Die Zeitung hat gelogen. Das soll vorkommen. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Ich könnte mich unter dem Namen Schulze beteiligt haben. Da kann man leicht gewinnen, wenn man der Chef selber ist. Dann konnten Ihnen aber Ihre Direktoren den ersten Preis geben. Die Direktoren gaben aber den zweiten Preis einem Ihnen vollkommen fremden Menschen. Ich denke, dem Herrn Geheimrat. Aber das wussten Sie doch nicht. Na, schöne Direktoren, das nicht zu wissen. Also Schluss der Debatte, sonst kletter ich auf die Gardinenstange. Da haben Sie's, den armen Herrn Geheimrat so zu quälen. Nun meine nächste Frage. Worin besteht der zweite Preis? Der postlagernde Herr Schulze gewann einen 10-tägigen Aufenthalt in einem erstrangigen Alpenhotel. Hin- und Rückfahrt zweiter Klasse. Ich ahne Fürchterliches. Du willst als dieser Schulze... Erraten, geliebtes Kind, ich will. Ich
will das Glashaus demolieren, in dem ich sitze. Ich reise als armer Teufel. Mit Gehpelz und Frack. In höchst glaubwürdiger Garderobe. Ihr werdet staunen. Wir? Nein, aber die Leute im Hotel. Falls sie dich als Landstreicher einsperren wollen, vergiss nicht zu depeschieren. Keine Bange, Johann fährt ja mit. Ich? Jawohl. Sie werden im selben Hotel wohnen und ständig in meiner Nähe sein. Aber Sie werden mich nicht kennen. Sie reisen als wohlhabender Privatmann. Ich habe nie etwas anderes sein wollen als Ihr Diener. Herr Schulze hat keinen Diener. Ein Smoking und ein Skidress für Sie habe ich bei meinem Schneider bestellt. Er wird rechtzeitig liefern. Und wann geht die Reise los? Übermorgen Abend. Ich kann gar nicht Skifahren. Werden Sie es lernen? Ich bin sprachlos. Wie schön! Herr Geheimrat, Sie sind das älteste Kind, das ich kenne. Sie haben immer schon zu viel Fantasie und zu viel Zeit gehabt. 15 Jahre bin ich nun in dem Haus und gelangweilt haben Sie sich und uns nie. Aber diesmal treiben Sie es zu bunt. Es geht mich ja nichts an, aber ich rege mich auf. Und dabei hat mir der Arzt jede Aufregung verboten. Jedes Jahr schicken Sie mich in ein Herzbad und wenn ich zurückkomme, fängt das Theater von vorne an. Ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti. Ta-ti, 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 ta-ri, ta-ti, ta-ti. Ta-ti, ta-ti, ta-ri. Das überlebe ich nicht. Halten Sie das, wie Sie wollen, aber vorher packen Sie bitte meinen Schrankkoffer fertig. Johann? Sie sehen aus wie ein Botschafter. Ich glaube, ich werde mich nie mehr trauen, mir von Ihnen die Schuhe putzen zu lassen. Und ich darf Sie während der ganzen Zeit nicht ansprechen? Unterstehen Sie sich! Das hier auch? Wenn Sie nicht wollen, dass Herr Schulze friert, ja. Dann setzen Sie mich. Meine alten Schlittschuhe, ich habe sie auf dem Speicher wiedergefunden. In den Koffer damit. Melden Sie im Wohnzimmer ein Blitzgespräch an, rasch. Hier ist die Nummer. Übermorgen bist du wieder daheim, lieber Vater. Wieso? Sie werden dich hochkantig hinauswerfen. Unsinn. Den Preis konnte genauso gut einer gewinnen, der zeitlebens so angezogen ist. Den würfen Sie auch hinaus. Aber der würde sich nicht darüber wundern. Dann will ich dir mal was sagen, meine liebe Tochter. Wenn die mich hinausschmeißen, dann kaufe ich das Hotel und schmeiße die anderen hinaus. Tari, tari. Darf ich wenigstens gelegentlich in Ihrem Hotelzimmer aufräumen? Auf keinen Fall! Sie verkehren mit der großen Welt. Sie fahren Ski, Sie spielen Bridge, Sie machen Schlittenpartien, Sie laden alleinstehende Damen zum Tanzen ein und so weiter und so weiter. Und ich darf wirklich nie mit Ihnen sprechen? Unter gar keinen Umständen. Und wenn ich Ihnen nun zufällig mal mitten im Wald begegne und Sie sind ganz allein? Ah, das wäre vielleicht eine Ausnahme. Aber dass Sie sich nun nicht etwa 10 Tage lang in den Wald stellen. Morgen trifft in Ihrem Hotel einer der Preisträger der Schlüterwerke ein, der sich als armer Mann maskiert hat, obwohl er ein Millionär ist. Ja, sogar ein Multimillionär. Warum? Es ist eine Marotte von ihm. Er will die Menschen studieren. Er darf auf keinen Fall merken, dass Sie Bescheid wissen. Er soll glauben, dass man ihn für einen armen Teufel hält und trotzdem mustergültig behandelt. Mhm. Ja. Oh, fein. Fein, das beruhigt mich sehr. Seine Gewohnheiten? Das ist eine gute Idee, ja. Er lässt sich täglich massieren. Ja, und abends muss ein warmer Ziegelstein in seinem Bett liegen. Ja. Nudeln mit Rindfleisch. Ja, er bevorzugt Hausmannskost. Nudeln mit Rindfleisch. Linsen mit Würstchen. Irish Stew. Ja, in dieser Art. Ja, in Getränken ist er wählerischer. Französischen Cognac liebt er besonders. Mhm. Katzen! Haben Sie siamesische Katzen? Nein? Dann besorgen Sie ihm einige. Mhm. Und Sie haben sich alles notiert? Mhm. Achtung! Sehr gut, danke schön, auf Wiederhören. Oh, der Herr Geheimrat.
Heimrat. Ich rasch mich nur mache mich nur rasch für den Bahnhof zurecht. Ich rasch mich, mach mich. Ich werde aufpassen müssen, dass sie nicht mitfährt. Ihre Anhänglichkeit ist entwaffnend. Aber ihre Sorge ist berechtigt. Du bist im Begriff, eine überflüssige Dummheit zu begehen. Dummheiten sind nie überflüssig. Das hört ein junges Mädchen gerne. Der Satz gilt für Väter, nicht für Töchter. Natürlich. So? Alles gut. Können Sie nicht aufpassen? Verzeihung. Fräulein Hilde lässt Ihnen sagen, Sie sollen uns jeden Abend um 10 Uhr anrufen, damit wir wissen, wie es Ihnen geht. Jeden Abend um 10, gut. Ohne dass es merkt. Und vergessen Sie nicht, die Blumen zu gießen, die Uhren aufzuziehen und beim Reden Luft zu holen. So schade, dass ich nicht sehen kann, wenn Sie sich beim Skifahren ein Bein brechen. Haben Sie besondere Wünsche, das linke oder das rechte Bein? Mir ist das eine so lieb wie das andere. Sie sind ein guter Mensch. Schreib sofort! Gleich nach der Ankunft. Wiedersehen. Meine Damen und Herren, wir nähern uns einer erhabenen Landschaft. Gäste aus aller Welt kommen zu Besuch und zahlen in harter Währung höchste Preise. Schönheit ist teuer. Hier hoch oben verliert der Mensch vor lauter Glück und Panorama den letzten Rest von Verstand, bindet sich Holz an die Füße und saust zu Tale. Unten angekommen, begibt man sich entweder ins Krankenhaus oder ins Hotel. Hier wie dort sind Bedienung und Verpflegung erstklassig. Und hier wie dort sind während der Saison die Zimmer knapp. Vergessen Sie deshalb bitte nicht, bei Zeiten zu bestellen. Nein, ich bedauere. Leider nichts mehr frei. Guten Morgen, Papa. Bonjour, Madame. Die Platzkarte für die Seilbahn. Bonjour, Monsieur. Grüß dich, Hans. Servus. Ist die Miss Becker schon rund? Nein, sie ist noch oben. Warte in der Halle. Dankeschön. Der Zug mit unserem armen Millionär wird bald einlaufen. Wie schauen denn Sie aus, Herr Direktor? Ja, was der Mann an siamesischen Katzen findet, weiß ich nicht. Ein Glück, dass wir nur ein Exemplar davon aufgetrieben haben. Derartige Tiere sollte man vor Gebrauch manikürieren lassen. Wir gehen im Appartement 7. Richtig, 7. Jedenfalls, der Cognac steht bereit, der Masseur ist bestellt und der Koch hat Nudeln mit Rindfleisch auf dem Herd. Wie heißt der komische Vogel? Ja, das weiß ich nicht. Ehe ich die junge Dame fragen konnte, war das Ferngespräch unterbrochen. Thank you.
Tag, die Herrn wünschen. Ich hätte... Oh, bitte nach Ihnen. Ich habe 14 Tage Zeit. Sehr liebenswürdig. Ein schönes Zimmer mit Bad und Balkon, Sonnenseite in ruhiger Lage. Das sagt sich leicht, mein Herr. Jawohl. Wir sind bis unter das Dach ausverkauft. Sie hätten bestellen sollen. Rezeption? Der Preis spielt keine Rolle. Was? Mit Ruhextraten? Die Kniescheibe? Oje, oje, oje. Gut, Schwester, wir schicken das Gepäck hinüber. Sie haben Glück, mein Herr. Zimmer 31 wird frei. Eine holländische Dame hat sich beim Skifahren einiges gebrochen und ist bei Dr. Reitmeier eingeliefert worden. Kniescheibe, nur das kann lange dauern. Ich bleibe nur 10 Tage. Das Gepäck des Herrn auf Zimmer 31. Wollen Sie bitte das Anmeldeformular ausfüllen. Und womit können wir Ihnen dienen, mein Herr? Mit mir ist das so eine Sache. Ich heiße Fritz Hagedorn und habe den ersten Preis der Putzblankwerke gewonnen. Oh, herzlich willkommen. Ihr großes Gepäck ist noch am Bahnhof? Ich habe gar kein großes Gepäck, Herr. Kühne. Arme Leute brauchen kein großes Gepäck. Welches Zimmer war doch gleich für Dr. Hagedorn vorgesehen? Appartement 7. Appartement 7. 7. Und zum Lunch gibt es Nudeln mit Rindfleisch. Das Einfachste ist immer das Beste. Darf ich bitten durch die Halle? Danke. Das ist er. Ein reizender Mensch. Es gibt komische Menschen. Dieser Herr zum Beispiel ist ein Millionär. Tritt als armer Mann auf und hofft, schlechte Erfahrungen zu machen. Und das wird ihm aber bei uns nicht gelingen. Woher wissen Sie, dass er Millionär ist? Wir wurden telefonisch auf ihn vorbereitet. Donnerwetter. Größere Zimmer haben Sie nicht. Alle haben für kein Geld. Ja, wir hoffen, dass Sie sich bei uns wie zu Hause fühlen werden. Wie zu Hause? Ihr Sinn für Humor scheint sehr ausgeprägt zu sein. Der Masseur kommt morgen früh um 8. Der Masseur? Was will er denn? Massieren? Wem? Sie, Herr Doktor. Warum? Es ist gesund, es fördert die Blutzirkulation. Das kann ja sein, aber diese Art Gesundheit kann ich mir nicht leisten. Aber Herr Doktor, es ist uns eine Ehre. Also gut, lasse ich mich ehrenhalber massieren. Danke, herzlich. Ihr Gepäck ist schon auf dem Zimmer, Herr Kesselhut. Danke. Skifahren muss ich auch lernen. Skifahren, ja. Einen Augenblick. Rezeption. Bonjour, Madame. Oui. Non, pas possible. Guten Tag. Guten Tag. Je regrette beaucoup, Madame. Sie wollten Skiunterricht. Dann nehmen Sie am besten Privatstunden beim Graswander, Toni. Es ist angenehmer, als wenn Ihnen beim ewigen Hinschlagen 30 Kursteilnehmer zuschauen. Wer schlägt hin? Sie höchstwahrscheinlich. Oh ja. Was wollen Sie eigentlich hier? Wohnen. Das dürfte Ihnen ein bisschen zu teuer sein. Da gehen Sie am besten in ein Gasthaus. Vielen Dank für den guten Rat. Guten Tag. Na endlich, es wurde langsam Zeit, mich zu begrüßen. Ich hätte in diesem Hotel bessere Manieren erwartet. Hinaus mit Ihnen, aber etwas plötzlich. Mein Name ist Schulze. Da ist etwas Lesestoff. Entschuldigen können Sie sich später. Oh, bin gleich wieder da. Hoffentlich ist noch ein Zimmer frei. Hoffentlich, sonst müsste ich auf Hotelkosten mit den Schlüterwerken telefonieren und mich beschweren. Ich werde tun, was ich kann. Tun Sie lieber mehr. Herr Geheimrat. Herr Geheimrat, stellen Sie sich vor, als ich ankam. Noch ein Wort und hier schlage Sie mit der bloßen Hand. Verzeihen Sie. Ich möchte für mein Leben gern raten, wie Sie heißen. Darf ich? Ich weiß zwar nicht, aber bitteschön. Sie heißen Schulze. Stimmt's?
Es stimmt. Ich weiß sogar noch mehr. Sie sind ein Preisträger des Wettbewerbs der Putzblankwerke, stimmt's? Es stimmt. Und jetzt müssen Sie raten, wie ich heiße. Hagedorn. Es stimmt. Sie gestatten? Aber gern. Dankeschön. Sagen Sie, Herr Schulze, haben Sie auch so ein pompöses Zimmer? Vorläufig habe ich noch gar keins. Aber die werden schon was Passendes für mich finden. Na, mein Kleiner, was machst du denn? Ich spiele. Was spielst du denn? Nichts. Das ist aber ein feines Spiel. Dann sehen Sie sich das an. Dieser Schulze hat sich schon den Millionär gekapert. Sehr peinlich. Wie heißt du denn? Olaf. Olaf. Vielleicht geht er freiwillig, wenn wir ein bisschen nachhelfen. Aber wie? Geben Sie mir den Schlüssel vom sechsten Stock. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Willkommen, Herr Schulze. Darf ich Ihnen Ihr Zimmer zeigen? Sie dürfen. Lieber Herr Schulze, ich sehe Sie doch noch. Herr Schulze wird von der langen Reise müde sein. Da irren Sie sich aber ganz gewaltig. Natürlich sehen wir uns noch. Sehr gut. Österreich. Die Uhr. Drin. Jetzt noch einmal. Mutti! Aber Olaf, du reißt ja dem Herrn den Arm aus. Das Kind belästigt Sie. Hm? Ach, ganz und gar nicht. Hagedorn. Sehr erfreut. Professor Hälter, geprüfter Tanzlehrer und Arrangeur strahlender Feste. Schwer geprüfter Tanzlehrer. Hallo. Olaf! Ein schrecklicher Wildfang. Also machen wir für heute Schluss. Bis morgen. Christian. Sei schön lieb, Muckili. Donnerwetter. Kleinere Zimmer haben Sie nicht? Nein. Schön kühl haben Sie es hier. Die Zentralheizung geht nur bis zum fünften Stock und für einen Ofen ist kein Platz. Glücklicherweise hat mir der Arzt verboten, in geheizten Räumen zu schlafen. Das trifft sich gut. Und schiefe Wände liebe ich über alles. Gemacht der Gewohnheit, verstehen Sie? Bin glücklich, Ihren Geschmack getroffen zu haben. Wer hat eigentlich vor mir hier gewohnt? Ein Küchenmädchen. Ist er an Lungenentzündung gestorben? Sie hat vorher gekündigt. Und Sie kennen den alten Schlüter tatsächlich? Wie meine Westentasche. Auf Ihr Wohl, Herr Doktor. Prost. Herr Kesselhut kennt den alten Schlüter persönlich. Was es so alles gibt. Falls ich Ihnen aufgrund dieser Beziehung behilflich sein kann, entschuldigen Sie meine Zudringlichkeit. Ich bin nicht zimperlich, Herr Kesselhut. Ich bin ein stellungsloser Werbefachmann und helfe meiner Mutter seit einem Jahr ihre Rente aufzuessen. Das ist hart. Es ist scheußlich, Herr Kesselhut. Ich könnte Sie dem Herrn Geheimrat empfehlen. Ja? Er hält große Stücke auf mich. Wenn ich jetzt meiner Mutter depaschiere und sie schickt einige meiner Arbeiten per Eilboten los, sind die Sachen übermorgen hier. Und ich schicke sie dem alten Schlüter. Depaschieren Sie. Das ist ein Tag! Lassen Sie mich mal mit dem kleinen Millionär allein beruhen. Warum? Damit ich ihn besser fressen kann. Guten Appetit. Woher kennen wir uns? Ich glaube, wir kennen uns nicht, gnädige Frau. Dann wird es höchste Zeit, diesen unhaltbaren Zustand zu beenden. Kasparius. Thea Kasparius. Herr Hagedorn. Ich weiß, Herr Doktor. Vorname Fritz. Ich habe mich erkundigt. Sie waren mir auf Anhieb sympathisch und das Leben ist bekanntlich sehr kurz. Haben Sie auch Katzen im Zimmer? Katzen? Ich bitte um Entschuldigung, nee, Frau, aber da kommt ein Bekannter von mir. Ed Pardon. Herr Schulze, ich habe eine tolle Sache erlebt. Nicht wirklich. Haben Sie mal was von Geheimrat Schlüter gehört? Von dem sagenhaften Hauptaktionär der Schlüterwerke. Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Irgendwie? Das ist gut. Herr Schulze, der alte Schlüter ist ein Begriff wie Krupp oder Siemens oder Beethoven.
So, so. Und nun stelle ich Sie einem Mann vor, der ihn kennt. So? Ja. Das ist der Kesselhut und das ist der Schulze, der den anderen Preis gewonnen hat. Angenehm. Sehr erfreut. Sie sind der Herr, der den Geheimrat Schlüter kennt? Ja, ich sehe ihn fast täglich. Ist das nicht fantastisch? Allerdings. Charlie, was wollen wir trinken? Limonade. Ja, du kriegst eine Limonade. Und für uns bitte 3 Cognac, französischen, nicht zu klein. Zigarre gefällig, Herr Schulze? Sehr liebenswürdig. Bitte schön. Danke. Nach dem Abendessen einen Tisch bitte. Für 3 Personen. Für 4. Nein, mein Kleiner, du musst in die Klappe. Oh. Jo. Was dir meine Musik erzählt, hör gut zu, denn sie sagt es nur dir. Jeder Geigenstrich singt, ich liebe dich alle Zeit. Habe mich lieb und das Leben wird schön sein. Glaub mir, ich weiß genau, was uns zum Glücklichsein fehlt. Drum hör gut zu, was mein Lied dir erzählt. Sagen Sie mal, Herr Kesselhut, Sie sind Großkaufmann oder Industrieller oder Generalvertreter oder sonst was Besseres mit General? Ich bin an der Firma Rhein-Ruhr-Transport beteiligt. Ach, daher kennen Sie den Ollen Schlüter. Überlandtransport oder Binnenschifffahrt? Beides. Auch Übersee? Auch. Große Pötte? Oh ja, das kann man wohl sagen. Wie groß? Ja, also hier gehen Sie nicht rein. Ah, aber was sollen Sie auch hier? Arrangieren Sie bitte eine Damenwahl. Ich möchte mit dem kleinen Millionär tanzen. Ja, meine Gnädigste. Meine sehr verehrten Herrschaften, der nächste Tanz, Damenwahl. Darf ich Sie um einen Tanz bitten? Mit Vergnügen, Eva. Den Überseedampfern haben Sie mich ganz schön blamiert, Herr Geheimrat. Erstens heiße ich Schulze. Und zweitens hat kein Mensch von Ihnen verlangt, sich an Schifffahrtslinien zu beteiligen. Mir fiel in der Eile nichts Gescheiteres ein. Sind Sie verrückt geworden? Entschuldigen Sie, Herr Schulze. Ja, schon gut. Gestern hat hier jemand angerufen und erzählt, es käme ein Multimillionär. Als armer Mann verkleidet. Sieh mal einer an.
Mein Fräulein Tochter wollte mir den Spaß verderben. Vermutlich. Na, warte. Und nun hält man Dr. Hagedorn für den Millionär. Ein netter Mensch. Ein reizender Mensch. Na, da soll er sich mal ein bisschen verwöhnen lassen. Ihre Schuhe sind auch nicht geputzt. Kümmern Sie sich lieber um Ihre Schifffahrtslinie. Darf ich noch eine Flasche bringen lassen? Fragen Sie nicht so blöd. Herr Ober. Nicht tanzen ist auch ganz hübsch. Übrigens, mein Söhnchen hat Sie gern. Ja? Ich könnte mir gut vorstellen, dass Sie... Sehen Sie, mein letzter Mann, mein vorläufig letzter Mann, das war ein brutaler Mensch, ohne höhere Interessen. Wir Frauen nehmen nur allzu leicht die Eigenschaften unserer Männer an. Mein erster Mann war Kunsthistoriker. Und damals war ich sehr gebildet. Mein zweiter Mann war Rennfahrer und in diesen zwei Monaten habe ich mich nur für Autos interessiert. Ich glaube, wenn ich mich in einen Turner verliebte, ich könnte in 3 Tagen die Riesenwelle. Der Tanz ist vorbei. Seien Sie mir nicht böse, ich muss zu meinem Tisch zurück. Sind Sie mit Ihrem Zimmer einigermaßen zufrieden? Danke, ja. Kann ich sonst etwas für Sie tun? Danke, nein. Guten Abend. Oh, der Herr Doktor, wie ist das Wertebefinden? Das Wertebefinden ist vortrefflich, Herr Direktor. Das hört man gern, Herr Doktor. Na, wie war's? Eine interessante Frau. Sie hat so etwas unerhört Plötzliches am Leibe. Wo? Am Leibe. Also dieser Schulze liegt mir im Magen wie ein Hühnerauge. Wie der sich an die beiden schon angebietet hat. Ein Mensch ohne jeden Stolz. Die Sorte ist unverwundbar. Unser Gönner Herr Kesselhut will versuchen, mich dem ollen Schlüter einzureden. Mache ich, Herr Doktor. Da es Ihnen, verzeihen Sie, anscheinend auch nicht zum Besten geht. Erraten, junger Freund. Herr Kesselhut, könnten Sie nicht beim ollen Schlüter auch für einen Schulze ein gutes Wort einlegen? Bei Geheimrat Schlüter? Für einen Schulze? Was hat er denn? Was ist denn daran so komisch? Haben Sie das öfter? Nein, nur ganz selten. Sie müssen aber was dagegen tun. Verkalkung kann es doch noch nicht sein. Ich muss auch schon bitten. Ärgern Sie ihn nicht. Ohne ihn kommen wir nicht an den ollen Schlüter ran. Ich spreche mit ihm. Ihr Wort. Herr Geheimrat, werden wir zu ihm sagen. Ist er sehr ekelhaft? Mir gefällt er. Aber es ist natürlich Geschmackssache. Wir werden ja auch sehen. Trinken wir auf ihn. Der olle Schlüter soll leben. Ja, das soll er. Na, meinetwegen. Entschuldigen Sie mich, ein Augenblick bitte. Hoffentlich denkt er nicht, dass wir ihn nett finden, weil er Geld hat und uns einlädt. Woran sollen reiche Leute merken, ob man sie oder ihr Geld meint? Endlich mal eine Sorge, die wir zwei uns nicht zu machen brauchen. Das ist ein Grund zum Trinken. Ich könnte mich übrigens revanchieren. In meinem Zimmer steht eine Flasche Cognac. Oh! Mit 3 Sternen. 3-mal O. Die Direktion erlaubt sich, hat der Herr Direktor gesagt. Die Direktion erlaubt sich allerlei. Kommen Sie, gehen. Eben, der wird für den Millionär gehalten. Das ist ja das Entsetzliche. Selbstverständlich bin ich Fräulein. Morgen Abend um dieselbe Zeit. Jawohl. Na, Herr Kesselhut, Herr Kesselhut. Wir wollen auf meinem Zimmer noch einen Cognac trinken. Kommen Sie mit? Das ist eine gute Idee. Au! Aber ich werde doch lieber schlafen gehen. Und trinken darf ich auch nicht mehr. Handelt es sich um ein Gelübde? Nein,
um die erste Skistunde meines Lebens. Er tut, als ob er hingerichtet werden sollte. Dann wüsste ich wenigstens, woran ich wäre. Oh, Herr Kesselhut, nochmals herzlichen Dank. Gute Nacht. Ski heil. Das Gespräch setzen Sie auf die Zimmerrechnung. Und morgen Abend melden Sie dieselbe Nummer um die gleiche Zeit an. Gute Nacht. Der Skilehrer kommt um 9. Schlafen Sie gut. Guten Abend, Herr Doktor. Guten Abend. Willkommen in Villa Hagedorn. Haben Sie auch Katzen im Zimmer? Katzen? Nein, aber dafür schiefe Wände und keinen Ofen. Keinen Ofen? Wer meine Bruchbude als Dachkammer bezeichnen wollte, wäre bereits ein Aufschneider. Der Masseur kommt morgen um 8 Uhr, Herr Doktor. Der heiße Ziegelstein liegt schon im Bett. Gute Nacht. Gute Nacht. Der heiße Ziegelstein? Was soll das Ding in meinem Bett? Ihnen die Füßchen wärmen. Also da stimmt doch etwas nicht. Aber was stimmt nicht, Herr Schulze? Aus irgendeinem Grund muss man sich für einen verkleideten Nabob halten. Oder für den Thronfolger von Albanien. Oder für Harun al-Rashid, den Jüngeren. Ich bin aber kein Nabob. Ich bin kein Thronfolger, ich bin ein ganz armes Luder. Wo wollen Sie denn hin? Zu diesem Esel von Direktor. Ich will eine Dachkammer haben, genau wie Sie. Das kann ich verlangen. Aber nun seien Sie doch vernünftig. Nein, 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 nein. Ich will nicht massiert werden. Ich pfeife auf heiße Ziegelsteine. Ich brauche keine Katzen und ich will keinen Cognac. Aber ich, mein Junge, solange man Sie für den Kronprinzen von China hält oder einen verkappten Millionär oder was weiß ich, solange haben wir Cognac und einen Salon und ein Badezimmer. Nur so lange. Außerdem, Massage ist sehr gesund. Lassen Sie sich ruhig massieren. Und den heißen Ziegelstein, den nehme ich jeden Abend mit in meinen Eiskeller. Das heißt, wenn Sie ihn mir leihen wollen. Mit Wonne. Oh, Sie haben schon lieben Besuch. Diese Dame hält Sie auch für einen Millionär. Ich dachte schon, sie meinte mich. Irren ist menschlich. Ich hab's. Was? Wir gehen zusammen zum Hoteldirektor und sagen ihm, man hätte uns zwei verwechselt. Der Kronprinz von Albanien seien Sie. Dann wohnen Sie hier, dann werden Sie massiert, dann wird er Ihnen... Na, für einen Thronfolger bin ich reichlich alt. Und den Millionär, den glaubt mir doch kein Mensch. Da haben Sie recht. Es schneit. Es klingt vielleicht albern, aber ich habe mich wirklich sehr gefreut, Sie kennenzulernen. Ganz meinerseits doch. Ich habe mich sehr gefreut. Gute Nacht. Gute Nacht, Herr Schulze. Schlaf schön. Der heiße Ziegelstein. Also, bis morgen. Bis morgen. Gute Nacht. Sir. Ich bin der Graswander Toni. Da kann man nichts machen.
Ich komme wegen den Skiunterricht. Haben Sie schon gefrühstückt? Ich schon, aber für Sie ist das nichts. Anfänger sollen gefälligst nach dem Sport frühstücken. Das ist gesünder. Man stürzt besser und steht leichter auf. Gehen Sie zu, Sie sollen was tun für Ihr Geld. Quickly, quickly, auf geht's! Ein paar fesche Bretteln habe ich drunten für Sie. Lisse, geh mal. Dieses Panorama vergleicht man in Bredeker mit einem Blick ins weiße Paradies. Es ist ganz gut, dass die Natur nicht lesen kann. Sonst würde sie womöglich eitel werden. So. Naja, Sie sind also noch nie auf Brettern gestanden. Noch nie. Es ergab sich nicht. Was? Es bot sich keine Gelegenheit. Na, gehen wir an die Arbeit. Bitte sehr. Zuerst kommt die Theorie. Die Hauptsache sind weiche Knie. Die habe ich. Ganz locker, verstehst? Ja, was ist denn? Nachmachen, bitteschön. Ich kann's nämlich schon. Ohne Ski? Ja, freilich, Herr Baron. Jetzt soll ich da vielleicht eine Einladung schicken. Please. Schön. Schön. Hilfe! Slowly, du Depp! Slowly! Hilfe! Bernreich! Hilfe! Hilfe! So ein Rindfisch, ein damisches! Guten Morgen, meine Herren. André, please! Ist das gestattet? Warte, das hier. Geh schön spielen, mein Schatz. Frau Kasparis hat sich beschwert. Dieser Schulze geht ihr auf die Nerven. Mir auch. Er ist im Wege. Na, wem nicht? Na, was machen wir da? Ich hab da gewisse Ideen. Ja? Na dann viel Glück, Polter. Zum Tee bin ich wieder zurück. Ernst! Psst. Bitte zum Portier kommen. Ich? Ja. So. Na, dann wollen wir mal sehen. Kommst du mit, Olaf?
Wollen wir eine Schlittenpartie machen? Lass ein Feind? Mit Glöckchen. In warme Decken eingemummelt. Das kann sehr schön sein. Wunderschön. Aber so ein Pferdeschlitten ist teuer. Sie sollen ihn doch nicht kaufen. Wo ist denn Herr Schulze? Eben war er noch da. Hier wohnt man doch nicht. Er findet's komisch. Hier ist er auch nicht. Nein, das kann nicht wahr sein. Und sowas lässt er sich gefallen. Er hat mir strengstens verboten, mich für ihn zu beschweren. Ich wollte mit ihm tauschen, aber er ist ein richtiger Dickkopf. Das ist er. Bitte, lieber Doktor, sehen Sie zu, dass Sie ihn finden. Ich habe noch etwas zu erledigen. Ist gut. Herr Schulze, was soll denn das bedeuten? Der Herr Portier hat mich als technische Nothilfe eingesetzt. Es dürfte eine Schikane sein. Wieso? Der Mann ist um meine Gesundheit besorgt. Ich werde den ohrfeigen, bis der weiße Mäuse sieht. Mein lieber junger Freund, ich bitte Sie dringend, sich in diese Angelegenheit nicht hineinzumischen. Aber wenn Sie jetzt keinen Krach machen, lässt man Sie spätestens übermorgen die Treppe scheuern. Geben's her. Ich mach den Rest allein. Na, Sepp, war ich sehr im Weg? Na, studiert haben Sie den Beruf nicht. Sie wünschen? Sie sind wohl nicht bei Trost. Doch, Herr Geheimrat. Ich schon. Das Wasser taut schon. Also hinaus mit Ihnen. Die Zigarren sollen vorzüglich sein. Sie hätten Weihnachtsmann werden sollen. Ich bin mit meiner jetzigen Stellung sehr zufrieden, Herr Schulze. Ja, ja, ja. Raus! Wir könnten die Koffer packen und nach Innsbruck fahren. Was wollen wir denn in Innsbruck? Das verrate ich nicht. Sind Sie jung? Ja. Bin ich hübsch? Ja. Ist das Leben lang? Nein. Es ist kurz. Herein. Doktor, sind Sie allein? Gleich.
Vorsicht, Vorsicht. Wenn Frauen sich etwas in den Kopf gesetzt haben, dann führen sie es meistens durch. Sie Ärmster. Sie sehen schon ziemlich durchgeführt aus. Ich brauche auch einen. Dankeschön. Sagen Sie, Herr Schulze, könnten Sie nicht ein bisschen auf mich aufpassen? Wie eine Mutter. Prost. Prost. In einer armseligen kleinen Dachstube. 6 Treppen hoch, ohne Lift. Ungeheizt. Nein, eine Heizsonne hat er jetzt. Heute war er auf der Eisbahn. Nein, nicht Schlittschuhlaufen, nein, Schneefegen. Bleibt dieser Portier hier und der Direktor. Ja, ich bin ja schon ganz krank vor lauter Angst um seine Gesundheit. Wenn mein Vater diese Schikanen aushält, ich halte sie, fürchte ich, nicht aus. Und ich? Gut, morgen Abend um dieselbe Zeit. Und grüßen Sie den alten Dickkopf von mir. Ach nein, das geht ja nicht. Also grüßen Sie ihn nicht. Gute Nacht. Also, Fräulein Hilde, das lassen wir uns nicht länger gefallen. Schuhreparatur, Madame Rossignol, 3 Schachteln Mentholdragees. Na, Olaf? Eine schmale Hundeleine, dunkelgrün Lackleder, die von Mr. Robson gekaufte Uhr abholen. Das Kind der Botenfrau, die Masern. Gute Besserung. Hier ist Geld. Hier ist der Rucksack. Guten Morgen, Herr Schulze. Morgen, Herr Kesselhut. Guten Morgen, Herr Kesselhut. Herrliche Schiebe da heute. Ist Ihnen unser später Umtrunk gut bekommen? Und Ihnen? Glänzend. Den Schifffahrtskreisen verträgt man einen Stiefel. Fahren Sie wohl. Please, sehr, Gemma. Ja. Einkaufsliste, Geld, Rucksack haben Sie. Am Abend rechnen wir miteinander ab. Schon? Darf ich wissen, was Sie am Nachmittag mit mir vorhaben? Wissen Sie, ich möchte für mein Leben gern einmal Schornstein fegen. Veranlassen Sie doch, dass der Schornsteinfeger Zahnschmerzen kriegt. Komm, Jungchen, wir ziehen uns den Mantel an und gehen einkaufen. Die Anwesenden auf, sich von ihren Plätzen zu erheben und mir unauffällig in die Natur zu folgen. Hinaus vor's Tor der Grand Hotels. Hinaus vor's Tor der Grand Hotels. Saalpost? In meinem Zimmer sind keine Katzen außer mir, Thea. Die geht aber ran. Keine Angst, mein Junge, eher gehe ich selber. Zunächst aber an den Busen der Natur. Ah!
Hey! Oh! Oh, anyway! Der Gute hat einen Eierkopf. Wir nennen ihn ganz einfach Kasimir. Wer Kasimir heißt, kann sich einen Eierkopf leisten. Da hat er recht. Ein hübscher Mensch. Kunststück. Er hat ja auch drei Väter. Aber er ist noch nicht getauft. Stimmt. Er ist noch nicht getauft. Wo ist der Sekt? Und so taufen wir dich. Moment, so geht das ja nun nicht. Ich hole erst was zum Trinken. Da hat er recht. Ich möchte, wenn es Ihnen recht ist, mein Junge, den Vorschlag machen, dass wir von jetzt ab du zueinander sagen. Ja, ich hätte mich nie getraut, Sie um Ihre Freundschaft zu bitten. Menschenskind, ich danke dir. Hallo! Ich heiße Eduard. Ich heiße Fritz. Fritz. Eduard. Eduard. Hau! Hau! Sehr verehrter Herr Schneemann, komme! Der Mensch, und so auch Sie, muss heißen. Punkt! Er muss einen Namen haben. Das darf sogar ein falscher sein. Und so haben wir, drei leicht besoffene Männer im Schnee, die Ehre, Ihnen offiziell mitzuteilen, dass Sie von nun an, bis Sie an der Schmelzucht dahinschwinden werden, Kasimir heißen! Wir sollen Und so fasse ich zum Schluss Ihren namhaften Existenz und unseren ehrlich erworbenen Schwips in dem Zuruf zusammen. Gute Nacht, Kasimir! Gute Nacht, Kasimir! Gute Nacht, meine Herren! Aber gleich, wenn ich bitten darf. Guten Morgen, Herr Kesselhut. Guten Morgen. Blitz hier, gehen wir. Ja, 10 Plakate kleben Sie mal. Ja, ist schon recht. Der Sepp muss mir aber beim Dekorieren helfen. Ja, zerreißen kann ich mich nicht. Ich liefere Ihnen einen vollwertigen Ersatzmann. Frau Kasparius hat sich schon wieder über ihn beschwert. Meine Mutter hat ein paar Arbeiten geschickt, die Herr Kesselhut dem ollen Schlüter zeigen will. Kommen Sie mit zur Post? Das kostet einen Cognac. Was? Du. Entschuldigung. Kommst du mit zur Post? Natürlich. Außer der Portier hat sich wieder etwas Hübsches für mich ausgedacht. Die drei Kerle stehen rum wie die Senatoren kurz vor der Ermordung Cäsars. Guten Morgen, Herr Doktor. Morgen, meine Herren. Herr Schulze, worum handelt es sich? Darf ich endlich den Schornstein fegen? Aber du gehst zur Post, mein Junge. Sie duzen Herrn Dr. Hagedorn? Mein Junge. Ich bitte nachträglich um Ihr Einverständnis. Heute Abend ist im Hotel ein großer Kostümball. Ich weiß, ich komme als Bayadiere. Ja, immer zu einem kleinen Scherz aufgelegt. Das wird sich schon legen. Kommen Sie, Schulze. Sitzen Sie gut? Verzeihung. Ah, ich habe noch etwas vergessen. Was denn, Tante? Das habe ich auch vergessen. Tante Julchen reist sehr selten. Ah! So was Ungeschicktes! Na, lass sie doch den Quatsch!
Sie sollen den Quatsch lassen. Das ist unglaublich. Eduard, was soll denn das nun wieder? Der Arzt hat mir Höhenluft verordnet. Charlie, zwei Cognac. Setzen Sie es dem Portier auf die Rechnung. Ja. Was hast du denn? Ich bin verloren. Verliebt? Bleib mir mit deinen albernen Weibern vom Hals. Sie ist kein albernes Weib, du kennst sie ja noch gar nicht. Vergiss nicht, dass ich Mutterstelle an dir vertrete, mein Junge. Eine Tante ist dabei, Tante Julchen. Oh, Tante Julchen. Darf ich die Zimmer zeigen? Sehr fesch. Wann haben Sie das gelernt, mein Lieber? Soeben, mein Lieber. Der Rest hat Zeit, die Halle ist wichtiger. Ich muss Ihnen etwas beichten. Schon? Man hält mich hier für einen Millionär oder etwas Ähnliches. Dabei bin ich ein armer Teufel. Das ist aber lustig. Das ist peinlich. Ich wollte ja die Sache aufklären, aber Eduard war dagegen. Eduard? Er dekoriert gerade. Eduard! Eduard, komm doch bitte mal herunter. Mach ich, Fritzchen. Ich möchte dich nämlich mit einer jungen Dame bekannt machen. Das kann nie schaden. Das ist Eduard, mit Familiennamen Schulze. Sehr angenehm, Herr Schulze. Ich heiße wie Ihr Freund. Sie heißen auch Eduard? Ich habe nur den gleichen Familiennamen wie er. Fritz, hol doch bitte die Hoffmannstropfen aus meinem Zimmer. Ist dir nicht gut? Nein. Ich bin gleich wieder da. Sie haben Magenschmerzen, Herr Schulze. Halt den Schnabel. Bist du plötzlich übergeschnappt? Was willst du hier? Ich wollte nur nachsehen, wie es dir geht, lieber Vater. Also dein Benehmen ist beispiellos. Erst informierst du hinter meinem Rücken das Hotel und jetzt kommst du sogar selber angerückt. Papa. Und seit wann hast du eine Tante, die Julchen heißt? Seit heute früh, lieber Vater. Willst du sie kennenlernen? Da kommt sie gerade. Darf ich die Herrschaften miteinander bekannt machen? Herr Schulze, Tante Julchen. Ja, ich piep's wohl. Gott sei Dank, er lebt noch. Aber schlecht sehen Sie aus, Herr Geheimrat. Ist ja auch kein Wunder, in einer Dachkammer schlafen. Die Eisenbahn kehren, nein, die Eisbahn. Die Laufburschen machen. Aber lieb, sie kommt, sie. Wir hatten keine einzige ruhige Minute zu Hause. Verstehst du denn das nicht? Die Kunkel und Johann und ich, wir haben dich doch lieb. Ich bin aber kein kleines Kind mehr. Das sagen Sie. Vorsicht, der Junge kommt. Mund auf. Was? Mund auf. Nein, nein, danke, meine Magenschmerzen sind schon weg. Ja, das kennen wir, das sagen Sie immer. Das sagen Sie immer, die Männer. Ja, nun komm schon. So. Lies dir. Immer. Tomorrow, also morgen um dieselbe Zeit. Yes. Herr Dr. Hagedorn erwartet Sie in der Halle. Thank you. Danke. Hinkart hat's wie ein Ochs am Schlachthof. Herr Kesselhut. Darf ich Ihnen Herrn Kesselhut vorstellen? Er ist Besitzer einer Schifffahrtslinie. Einer was? Einer Schifffahrtslinie. Sogar einer sehr großen, nicht wahr? Ich muss mich umziehen, sonst bekomme ich den Schnupfen. Übrigens, Herr Kesselhut, das sind die Arbeiten, die Sie dem ollen Schlüter zeigen wollen. Okay, Doktor. Nein, Sie Schulze, der Ball findet heute statt. Darf ich die Anwesenden bitten, heute Abend meine Gäste zu sein? Genehmigt. Sie nur bleiben.
Ich weiß, du hast Sehnsucht nach der Tante. Herr Kesselhut, ich will Sie nicht kränken, aber Sie sehen wie der geborene Diener aus. Ich fühle mich nicht gekränkt. Stehen Sie nicht so rum, Herr Schifffahrtslinienbesitzer. Ich habe gestern Abend auf Sie gewartet. Er hatte ein Rendezvous mit einem Schneemann. Ich halte mein Angebot aufrecht, Doktor. Eine Frau, ein Wort. Ein lebensgefährliches Frauenzimmer. Ich kenne die Sorge. Du? Na, erlaub mal. Du, da sind Sie. Guten Abend. Gestatten Sie? Darf man fragen, was Sie darstellen? Ja, das sehen Sie doch, den Frühling. Zum Beispiel Spiegeleier. Ja, Spiegeleier mit Schinken, Spiegeleier mit Spinat, Spiegeleier mit Kartoffelsalat, Spiegeleier mit gar nichts. Nun? So ein Glück. Was? So ein Glück, dass ich gern Eier esse. Der Tisch ist da auch nicht. Wo steckt eigentlich Fräulein Hilde? Wissen Sie, wo Dr. Hagedorn ist? Nein. Dann wissen wir beide nicht, wo die beiden sind. An, dass dieser Schulze umgehend verschwindet. Die Gründe tun nichts zur Sache. Was soll ich noch tun? Schließlich Gast bleibt Gast. Seit wann? Ein Einschreiben für Dr. Hagedorn. Noch im Zimmer Nummer 7. Danke. Hier sind 500 Mark, geben Sie mir davon 300. Das ist für ihn ein Vermögen. Verstehe. Umso besser. Wenn der Mann heute nicht verschwindet, reise ich ab. Herein! Guten Morgen. Guten Morgen. Da wäre ein eingeschriebener Eilbrief für Herrn Dr. Fritz Hagedorn. Und du? Bitte. Danke. Wer schickt mir denn eingeschriebene Eilbriefe? Dankeschön. Wiedersehen. Wiedersehen. Schlüterwerk? Ein Scheck, Herr Doktor. Ist wahr. Es ist wahr! Hallo? Jawohl, die Frau Hagedorn ist sprechbereit. Sie sollen sich nicht aufregen. Das hat Ihnen doch Ihr Sohn ausrichten lassen. Natürlich rege ich mich auf. Ist er schon drin? Noch nicht. Nicht aufregen. Ja, Herr Doktor? Ja, hier ist die Frau Möbius. Aber nein, da ist noch nichts zu danken. Hoffentlich sind Sie gesund. Er ist gesund. Ja. Na, freilich ist sie da. Sie steht ja neben mir. Hallo, Fritz! Du bist doch ganz bestimmt gesund.
ruhig zuhören. Was? 800 Mark im Monat? Mach keine Witze. Ab nächsten Ersten bei den Schlüterwerken. Das sind doch die, wo du... Eben. 800 Mark. Mein lieber Junge. Wie ich mich freue. Was? Was willst du noch? Verloben? Ach, weshalb denn gleich verloben? Nein, das weiß ich besser. Ich war schon verlobt, da warst du noch gar nicht auf der Welt. Wieso willst du das stark hoffen? Ach so, ja. Ich werde das Fräulein mal unter die Lupe nehmen, wenn ihr wieder zurück seid. Jetzt aber Schluss. Es wird sonst zu teuer. Ja, reicht die Wäsche? Scheint die Sonne? Ja. Ja, 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 mach ich. Und grüß mir das Mädchen schön. Und sei brav. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, mein Kind. 800 Mark. Und eine Braut. Ja. Ja. Ein Viertelpfund Lachsschinken soll ich mir kaufen. Und eine Büchse Ölsardinen. Der Tag muss gefeiert werden. Gern, Frau Hagedorn. Sofort. Ja, wer ist da? Ich bin's, Hilde. Draußen bleiben, Fritzchen. Ich bin noch nicht angezogen. Das stört mich überhaupt nicht. Mein Herr, ich werde mich bei meinem zukünftigen Bräutigam über Sie beschweren. Du, Hilde. Ja? Lies das mal. Ich laufe zwischen in die Stadt und kaufe dir was Schönes. Eine Königskrone. Oder ein Reitpferd. Oder eine Einbahnstraße. Das muss ja ein toller Brief sein. Herr Doktor, im Auftrag zu dir. Oh. Oh, mir brummt der Schädel. Und Sie hopsen noch hin. Gestern sind Sie gehopst. Ach, erinnern Sie mich bloß nicht daran. Oh, wenn ich nur wüsste, wie ich in mein Zimmer gekommen bin. Johann hat Sie zu Bett gebracht. Das hat mir noch gefehlt. Das hat Johann auch gesagt. Lesen Sie mal. Der Vater hat doch zu Hagedorn engagiert. Wozu brauchen denn die Schlüderwerke einen Arzt? Fritz ist doch kein Arzt. Dr. Hagedorn stand in der Zeitung. Eben. Er ist kein Arzt, sondern ein Doktor. Außerdem zu so einem jungen Arzt hätte ich kein Vertrauen. Danke Ihnen, Herr Doktor. Ich habe zu danken. Eduard! Menschenskind, die Schlüterwerke haben mich engagiert. Na, das ist aber eine Überraschung. Du hast keinen Brief bekommen? Nicht, dass ich wüsste. Na, dann kriegst du ihn noch. Sie schreiben nämlich, dass wir zwei, du und ich, künftig geschäftlich miteinander zu tun hätten. Freust du dich? Und ob. Das haben wir alles an Kesselow zu verdanken. Haben wir. Und dann schreiben sie, ich möge mich gut erholen. Und ein Scheck war dabei, als Vorschuss. Na, die gehen aber ran, was? Aha. Und jetzt werde ich ein paar kleine Geschenke besorgen. Für Tante Julchen, Pralinen. Schenke lieber einen Gutschein für einen Tanzkursus. Was schenkst du denn der kleinen Schulze? Am liebsten einen Verlobungsring. Aber sie will erst ihren Vater fragen. Nanu, das tut man heute noch. Wenn er ja sagt, schön. Wenn nein, machen wir doch, was wir wollen. Ja, und noch eins, Eduard. Ich habe nun Geld und du nicht. Komm, steck das ein. Dann nimm schon. Es ist vom Ollen Schlüter, der hat ja genug davon. Schulze, Sie sollen gleich zum Herrn Direktor ins Büro kommen. Einen schönen Gruß und wenn er was von mir will, soll er herkommen. Ich lese die Zeitung. Wie lange kann das dauern? Schwer zu sagen, ich bin erst beim Leitartikel. So machen Sie keine Geschichten. Nehmen Sie sofort die Hand von meinem Anzug. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass ich zuweilen jähzornig bin. Zum Beispiel jetzt! Schulze wird bockig. Ihre Aufmerksamkeit entgeht aber auch gar nichts. Meine Gnädigste, Ihr Wunsch deckt sich mit dem des Hotels. Herr Schulze! Die Hotelbetriebs GmbH, deren hiesiger Direktor ich bin, legt Ihnen nahe, unser Haus zu verlassen. Ja, einige Stammgäste haben Anstoß genommen.
Ein Gast, der begreiflicherweise nicht genannt sein will, hat eine beträchtliche Summe ausgeworfen. 200 Mark. Reden Sie ruhig weiter. Bitte, wie Sie wünschen. Diese 200 Mark erhalten Sie, sobald Sie das Feld räumen. Warum werfen wir mich hinaus? Wir ersuchen Sie. Wir bitten Sie, wenn Sie so wollen. Armut ist also doch eine Schande. Sie verstehen die Sache falsch. Wenn ein Millionär mit 3 Schrankkoffern ins Armenhaus zöge und dort dauernd im Frack herumliefe, dann wäre Reichtum eine Schande. Alles zu seiner Zeit und am rechten Ort. Und Sie sind nicht am rechten Ort. Machen Sie, dass Sie fortkommen, sonst knallt's! Please, Sir, geh mal. Also gut, ich reise. Herr Kesselhut, würden Sie die Güte haben und ein Mietauto bestellen? In wenigen Minuten fahre ich. Ich komme natürlich mit. Portier, meine Rechnung. Aber ein bisschen plötzlich. Aber mein Herr, warum wollen Sie uns denn verlassen? Sie sind ja wirklich das Dümmste, was raus ist. Hoffentlich gibt sich das mit der Zeit. Sie meinen nicht nur nicht die Rechnung, aber ein bisschen plötzlich. Ich packe. Ich auch. Wo sind die 200 Mark? Ja, sofort. Charlie! Der eine Schein ist für Sie und der andere für Sepp, mit dem ich die Eisbahn gekehrt habe. Oh, danke schön. Entfernen Sie sich. Morgen kaufe ich das Hotel und übermorgen fliegen die beiden raus. Komm, Kind. Aber was wird mit Fritz? Sollen wir ihm in dieser unmöglichen Situation erklären, wer wir eigentlich sind? Das erledigen wir zu Hause. Komm, komm, komm. Und du schreibst mir doch ganz bestimmt. Ich hab's dir doch versprochen. Hier ist dein Brief für Dr. Hagedorn. Bitte darf ich. Lassen Sie die Finger davon. Ich's vergesse. Wir haben vor ein paar Tagen miteinander telefoniert. Ja. Ich bereitete Sie auf einen verkleideten Millionär vor. Leider haben Sie sich in der Person geirrt. Guten Tag. Ich werde Ihr Etablissement weiterempfehlen. Schulze. Grauenhaft. Diesen Mann habe ich die Eisbahn kehren lassen. Und den Hagedorn haben wir auf Händen getragen. Sie sind mir ein schöner Menschenkenner. Ich bin Portier, aber kein Gedankenleser. Niemand darf etwas davon erfahren oder wir sind erledigt. Noch viel trauriger als die zwei war Fritz. In Hildes Abschiedsbrief stand: Wenn du diese Zeilen liest, ist dein Fräulein Braut durchgegangen. Sie wird es bestimmt nicht wieder tun. Sobald du sie gefunden hast, darfst du sie so lange an den Ohren ziehen, bis diese rechtwinklig abstehen. Vielleicht ist es kleidsam. Komm bitte bald. Aber wohin? So etwas gehört sich nicht. Man hinterlässt seine Adresse. Noch dazu, wie man Schulze heißt. Wie viele Schulzes gibt es eigentlich hierzulande? 197. Danke, sprach Franke. Das gilt für diesen Eduard und von einem Mädchen, das man heiraten will, kann man es erst recht verlangen. Mutti, du kennst die beiden nicht, sonst verstündest du es genauso wenig wie ich. Noch nicht verlobt und schon Witwer, das ist hart. Und was wirst du jetzt tun? Die beiden suchen. Bitte Sie wünschen. Eine Empfehlung von Herrn Geheimrat Schlüter. Und er bittet Frau Hagedorn und Herrn Dr. Hagedorn, heute Abend seine Gäste zu sein. Es handelt sich um ein einfaches Abendbrot, also im Straßenanzug. Um 8 Uhr, Königsallee 14. Warum lädt uns Geheimrat Schlüter ein? Er möchte seinen neuen Mitarbeiter kennenlernen. Wir kommen gerne. Wann darf ich Sie mit dem Wagen abholen? Sehr freundlich, aber wir nehmen die Straßenbahn. Bitte, wie Sie wünschen. Also, 8 Uhr. Danke, sprach Franke. Ich finde das sehr aufmerksam von dem Mann. Eigentlich hatte das gar nicht nötig. Also das verstehe wer will, ich verstehe es nicht. Wenn er mit allen seinen Angestellten Abendbrot isst, hat er gut zu tun. Und ich ziehe doch mein Schlafseidles an. Natürlich, Frau Hagedorn. Abend. Bitte.
Eduard! Na Gott sei Dank, dass du wieder da bist. Dich hat der Olle Schlüter auch eingeladen. Du, das finde ich großartig. Schönen Anzug hast du an. Schon auf Vorschuss wie? Ach, unser Kaiser Wirtschaftsführer hat auch Katzen? Ja, einmal zu, Fritz. Weißt du Hildes Adresse? Ja, das Mädel werden wir schon wiederfinden. Eduard, lass den feinen Cognac stehen, wenn der Mann keinen Spaß versteht. Hör mal gut zu, mein Junge. Ich muss dir ein Geständnis machen. Ja? Ich hab dich nämlich... Eduard, mach keine Witze, setz dich auf einen anderen Stuhl. Es macht mich ganz nervös. Mit dem Stuhl hängt es auch zusammen. Es ist serviert, Herr Geheimrat. Was denn? Du bist der Olle Schlüter. Prost. Herr Geheimrat, unter diesen Umständen möchte ich Sie doch bitten. Nur hör mal gut zu, mein Junge. So war das also. So war's. Da hat er reichlich Gelegenheit, sich zu wundern. Er ist ja gesund und kräftig. Ja. Wenn wir dem Herrn Geheimrat nicht nachgereist wären, hätte ihr Sohn Fräulein Hilde überhaupt nicht kennengelernt. Und wenn es sie nett fand, solange sie für arm hielt, kann er sie auch mögen, wenn sie reich ist. Vor Geld muss man sich doch nicht ekeln. Es gibt zwei goldene Lebensregeln, an die man sich halten kann. Die eine heißt, 2 mal 2 ist 4 und die andere, auf Frauen muss man warten. Auf wie viele Frauen warten wir eigentlich? Auf meine Mutter? Auf die Kunkel, das ist die Hausdame, und auf meine Tochter. Was denn? Sie haben eine Tochter? Du? Entschuldigung, du hast eine Tochter? Was findest du daran so merkwürdig? Nichts, nichts, ich meine nur. Wie alt ist sie denn? In den besten Mannesjahren. Sie will sich demnächst verloben. Das scheint ja direkt Mode zu werden. Du passierst von einer Doppelhochzeit. Hilde und ich und deine Tochter und ihr Bräutigam. Das wird sich schlecht machen lassen. Guten Abend. Guten Abend. Herr Kesselhut. In der Tat, Herr Doktor. Aber ich höre normalerweise auf Johann. Ich traute mich nicht allein, deshalb musste er den Schifffahrtslinienbesitzer spielen. Sie haben Ihre Rolle glänzend gespielt. Es war nicht ganz leicht. In meiner Dienerjacke fühle ich mich bedeutend wohler. Widerspricht es Ihrer Berufserfassung, wenn ich Ihnen herzhaft die Hand schüttle? Im vorliegenden Falle darf ich, glaube ich, eine Ausnahme machen. Dankeschön. Hat Tiedemann angerufen? Nein, der Herr Generaldirektor hat noch nicht angerufen, Herr Geheimrat. Die Schlüterwerke wollen das Grand Hotel kaufen. Wozu denn um alles in der Welt? Damit wir den Portier und den Direktor hinauswerfen können. Aber Eduard, das geht doch nicht. Die beiden waren ekelhaft zugegeben. Aber der Einfall, in einem Luxushotel als eingebildeter Armer aufzutreten, der war ja auch geradezu schwachsinnig. Hat unser junger Freund recht? Ich fürchte ja. Der Ausdruck schwachsinnig erscheint mir allerdings etwas hochgegriffen. Entschuldige. Hilde! Endlich. Bist du mir sehr böse? Machen Sie Ihre Braut nicht kaputt? Das nimmt Sie Ihnen ja keiner weg. Tante Julchen, wie kommt ihr denn hierher? Erinnerst du dich, was ich dir antwortet, als du mich nach meinem Namen fragtest? Natürlich, Schulze. Nein, ich sagte, ich hieße genauso wie dein Freund Eduard. Ja, und der hieß doch Schulze. Und? Wie heißt er jetzt? Was denn? Du bist die Tochter? Ich? Nein, ich bin der Vater. Bring das bitte nicht durcheinander. Ach, und Tante Julchen ist gar nicht deine Tante? Mitnichten, ich bin die Hausdame. Mir genügt. Mir auch. Guten Abend, Frau Hagedorn, ich freue mich. Und ich, Riesenross, habe alles geglaubt. Ein guter Detektiv wärst du nicht geworden. Vielleicht wird er mit der Zeit ein brauchbarer Generaldirektor. Ich kann dir nicht helfen, mein Junge, aber du wirst sehr ran müssen. Wenn du, Fritz, statt mit mir mit den Schlüterwerken verheiratest, gehe ich ins Kloster und ihr könnt sehen, wo ihr bleibt. Ich brauche einen Nachfolger. Die Enkel sind mir wichtiger. Abends hat er ja Zeit. Wieso abends? Das erkläre ich Ihnen später. Also, Kunkel, manchmal sind Sie aber auch zu dämlich. Bei Schlüter? Augenblick, Herr Generaldirektor. Herr Generaldirektor Tiedemann ist am Apparat. Ah ja! Ach, du bitte sei so lieb und schmeiß die beiden nicht hinaus. Wozu wollen wir denn dann das Hotel kaufen? Ich glaube, Vater überlegt sich's noch. Tag, Tiedemann.
Was, der Besitzer will es nicht verkaufen? Um keinen Preis? Nur mir will er es nicht verkaufen, ja warum denn nicht? Rede schon, Eduard. Warum kannst du das Hotel nicht kaufen?